Das Buch, das er geschrieben hat, gehört für mich schon allein wegen seines Titels auf die Bestenliste. Ich bin dann mal weg, hat er frech aufs Cover geschrieben und ging pilgern. H.P. Kerkeling. Komiker, Showmaster, Tausendsassa. Sein Buch über seine Pilgerreise nach Santiago de Compostela verkaufte sich wie nix, obwohl er darin ganz und gar keine komischen Töne anschlägt. Über 3 Millionen verkaufte Exemplare. Auf der Bestsellerliste des Spiegels hat es sich auf Platz 1 festgekrallt und demnächst soll es verfilmt werden. Ist das Grund genug für ein Gespräch in der Sternstunde Religion, werden Sie mich jetzt vielleicht fragen. Und ich sage, ja, Kerkeling hat mit seinem Werk ganz offensichtlich einen Nerv der Menschen getroffen. Im Rhythmus des Pilgerpfades schildert er die Anstrengungen des Weges, die Begegnungen mit Menschen und stellt die Grundfragen nach Sinn und Gott. Dieser andere, nachdenkliche und suchende H.P. Kerkeling hat uns interessiert. Brigitta Rothach spricht mit ihm über den Mut aufzubrechen und die Angst anzukommen, die Lehre und das Glück. Herzlich willkommen, H.P. Kerkeling, hier am Sternstundentisch. Wir hätten kaum zu hoffen gewagt, dass Sie bald hierher kommen, denn Sie haben ja ein Sabbatjahr ausgerufen. Ist es jetzt mit Neujahr zu Ende oder machen Sie eine Pause von der Pause? Da ich das, was wir jetzt hier besprechen werden, nicht wirklich als Arbeit betrachte, ist es noch Bestandteil des Sabbatjahrs. Ah, das ist natürlich toll, wenn das keine Arbeit ist. Was ist denn Bestand des Sabbatjahrs? Dass ich vor allem keine eigene Sendung mache in der Zeit. Also, dass ich nicht mit einer eigenen Show auf den Schirm zurückkomme. Das wird dann hoffentlich Ende diesen Jahres der Fall sein. Sie sind ja einer der wenigen, die solche Dinge machen. Also immer mal wieder sich zurückziehen, sagen, ich brauche jetzt eine Pause. Warum sind für Sie Pausen so wichtig? Weil das, was ich betreibe als Entertainer, manchmal durchaus extrem ist. Und extrem? Naja, der Horst Schlemmer ist eher eine extreme Figur beispielsweise. Und am Ende ist das dann nicht nur für den Betrachter extrem, sondern auch für mich in der Arbeit. Und insofern gehört es dazu, dass man sich dann wieder zurückzieht und Figuren nicht zu sehr penetriert und versucht, das Letzte rauszuholen und immer dem Markt zu gehorchen. Mhm. Und insofern ziehe ich mich dann zurück. Mhm. Das ist ein Luxus, den ich mir dann wirklich erlauben kann und insofern auch erlaube. Ein Luxus? Ja. Es gibt ja aber viele Leute, die im Scheinwerferlicht stehen, die sich diesen Luxus offensichtlich nicht erlauben. Und ich weiß nicht, ist das Angst, dass man dann vielleicht nicht mehr gefragt ist, wenn man zurückkommt? Ich glaube, dass das ganz natürlich ist, dass man sich fragt, wenn ich einen Schritt zurücktrete und weniger mache, werden die Zuschauer sich an mich erinnern? Werden sie mich noch sehen wollen? Ich glaube, dass das eine natürliche Frage ist, die sich stellt. Aber irgendwann habe ich mich dazu entschlossen, das Ganze entspannt zu nehmen. Und wenn es denn so wäre, dass eben dann keine Nachfrage mehr bestünde, dann wäre es nicht schlimm. Für Sie, was würden Sie denn machen nachher? Schreiben. Das tun Sie ja schon. Ja. Ich habe irgendwo gelesen, Sie sind an 2 Buchprojekten. Was kommt denn? Eines von den beiden wird kommen, aber welches weiß ich noch nicht. Ich bin mitten in der Arbeit. Sind wir gespannt. Dieses Sabbatjahr ist ja exakt eigentlich 7 Jahre, nachdem Sie zum Jakobsweg aufgebrochen sind. Ist das bewusst, dass die 7 Zahl des Sabbats, also dass Sie sich jetzt irgendwie so einen Rhythmus geben wollen? Oder? Das ist mir gar nicht aufgefallen, jetzt wo Sie das sagen. Nein, das ist eher unbewusst passiert. Aber es war an der Zeit, zumal ich Dinge gemacht habe, die alle sehr erfolgreich sein durften. Und normalerweise startet man 3, 4 Versuchsballons als Entertainer. Dann kam noch die Veröffentlichung des Buches hinzu. Aber wenn dann alles auf einmal nicht nur gut, sondern sehr gut funktioniert, dann ist das auch durchaus mit Anstrengung verbunden. Und dementsprechend habe ich mir gedacht, ich darf das Glück auch nicht zu sehr herausfordern und ziehe mich jetzt wieder zurück. Ja, man fragt sich das manchmal. Also wenn einer mit 44 Jahren sozusagen alles erreicht hat, was man erreichen kann, wie kann man das noch toppen? Ich denke nie darüber nach, wie ich Dinge toppen kann, sondern arbeite wirklich nach dem Prinzip, dass ich eigentlich nur Dinge auf den Schirm bringe oder in die schriftliche Form bringe, die mich beschäftigen, die mich begeistern, die meine Leidenschaft wecken. Vielleicht ist es auch ein Luxus, dass man das sich so leisten kann, wenn man wirklich so viel Glück hat. Sie kommen einem vor als einer, der wirklich viel Glück hat. Gibt es denn auch Momente, wo Sie über Scheitern nachdenken?
Ja, natürlich. Im Rückblick stellt sich eine Karriere oft so dar, als sei sie nur gekrönt gewesen von wunderbaren Erfolgen. Aber das stimmt natürlich nicht. Ich hatte zwischendurch ganz schreckliche Misserfolge und hatte durchaus auch mal den Gedanken, mit dem Beruf aufhören zu müssen, mangels Erfolg. Ja, ja, natürlich, das gehört dazu. Wie gehen Sie denn damit um? Wenn es mal nicht so erfolgreich ist. Ich habe sehr früh lernen müssen, auch mit Misserfolgen umzugehen. Und dementsprechend versuche ich weder den Misserfolg, das klingt jetzt sehr theoretisch, aber am Ende kann man es in die Praxis umsetzen, weder den Misserfolg zu ernst zu nehmen, noch den Erfolg zu ernst zu nehmen. Das heißt, nicht in Lobeshymnen mitzuschwelgen und alles zu glauben, was da über einen geschrieben wird. Und andererseits, wenn man verrissen wird, auch das nicht alles zu glauben, sondern immer zu versuchen, einen gesunden Abstand dazu zu halten. Ich nehme meinen Beruf als Entertainer jetzt auch nicht so ernst. Mhm. Während ich ihn ausübe, natürlich schon. Das ist meine Profession. Aber das ist jetzt nichts, was die Welt wirklich bewegt. Und was nehmen Sie ernst? Also man denkt ja, irgendwo müssen Sie schöpfen, um das dann so leicht und eben auch nicht ganz an sich ranlassen zu können. Was ich ernst nehme? Na, beispielsweise das Buch, was ich geschrieben habe. Das war mir schon ein ernstes Anliegen. Wie gesagt, während ich meinen Beruf ausübe als Entertainer, nehme ich die konkrete Arbeit sehr ernst. Aber der Beruf als solches, er wird die Welt nicht verändern. Ja, vielleicht eine wichtige Haltung. Im Grunde genommen hat ja fast Ihr Körper Sie gezwungen. Also wenn ich mich zurück erinnere, 2001, als Sie aufgebrochen sind zum Jakobspfad, da hatten Sie gesundheitliche Probleme, einen Hörsturz, Gallenoperation. Zwingt Ihr Körper Sie fast zum Glück? Offensichtlich, ja. Ich habe damals einfach Warnzeichen nicht erkannt und war an einem Punkt, wo ich zu lang, zu intensiv gearbeitet habe. Und insofern hat der Körper mich zu einer Ruhepause gezwungen, zu einem Innehalten gezwungen. Und jetzt, also stimmt das, dass jetzt auch wieder sowas war mit Rückenproblemen? Nein, Horst Schlemmer hat Rücken. Ich habe nicht wirklich. Eben, das, aber es war irgendwo, ich glaube, Gala war das zu bevor, lesen. Jetzt, ja. Sie hätten das jetzt auch. Nein, nein, nein. Also es war jetzt einfach an der Zeit, dass ich mich wieder mal zurücknehme aus den eben genannten Gründen. Jetzt ist es eben das Schreiben. Damals war es der Jakobspfad. Sie werden Sie auch häufig gefragt, warum eigentlich ausgerechnet das? Es ist ja doch ein sehr bekannter Weg. Also diesen Weg habe ich damals mehr oder weniger aus Zufall gewählt. Ich wollte keinen klassischen Urlaub machen, keine klassische Rekonvaleszenz, sondern wollte die Zeit nutzen, um mehr über mich zu erfahren und am Ende vielleicht auch mehr über Gott zu erfahren. Das war schon mein Ziel. Und da gibt es nun mal drei Wege für die Christen. Da gibt es den Weg nach Jerusalem, der wäre mir eindeutig zu beschwerlich gewesen und auch zu gefährlich. Der Weg nach Rom wäre zu katholisch gewesen. Und insofern blieb der eigentliche Pilgerweg der Weg nach Santiago. Also es war wichtig, dass es ein christlicher Weg war für Sie? Nein, es hätte durchaus auch ein buddhistischer Weg sein können. Nur eine Umrundung des Kailash hätte ich damals nicht geschafft und würde ich auch heute nicht schaffen. Und insofern schien mir der Pilgerweg nach Santiago der richtige. Und was denken Sie denn, also es sind ja so wie Adern, die da nach Santiago gehen. Es ist ja nicht nur ein Weg, sondern ganz viele durch Europa, die dahin führen. Würden Sie denn sagen, jetzt im Nachhinein, das ist ein heiliger Weg? Oder ist es mehr so, dass man interessante Leute dort trifft? Oder dass es gut ausgeschildert ist? Ob es ein heiliger Weg ist? In gewisser Weise ja. Also zunächst mal gibt es eine über ein Jahrtausend währende Tradition. Seit dieser Zeit gehen Menschen diesen Weg. Und das Besondere an dem Pilgerweg ist, dass man eben nicht wandert, sondern pilgert und mit Pilger trifft, die auf einer ähnlichen Suche sind. Und das macht das Ganze am Ende so besonders. Wenn Sie einen normalen Weg wandern in der Schweiz, im Schwarzwald, wo auch immer, dann treffen Sie Wanderer, aber eben keine Pilger, die sich mit den essentiellen Fragen des Daseins unter Umständen beschäftigen wollen. Also, würden Sie sagen, das ist ein Unterschied? Oder was ist der Unterschied? Der Unterschied ist, dass die allermeisten Menschen, denen man auf dem Weg begegnet, bereit sind, sich ohne großen Anlauf sofort auf die essentiellen Fragen unseres Daseins einzulassen. Das passiert einem im Schwarzwald, behaupte ich mal, jetzt nicht so. Und insofern, das zeichnet den Pilgerweg aus. Und es gibt ein klares Ziel. Und dieses Ziel ist eben Santiago, das Grab des heiligen Jakobs. Man vermutet, dass er dort begraben ist. Bewiesen ist das ja nicht. Warum ist das Ziel so wichtig?
Also es gibt ja auch Leute, zum Beispiel diagonal durch die Schweiz ein Stück des Pfades pilgern oder durch Frankreich. Das ist egal. Am Ende steht ja das Ziel Santiago. Ich glaube, das Ziel steht stellvertretend für einen Fokus, für etwas, das man vor Augen hat. Das kann auch ein Ziel im übertragenen Sinne sein. Etwas, was man erreichen will. Und einen Weg zu gehen ohne ein Ziel, ist problematisch. Dann macht der Weg als solcher schon keinen Sinn. Denken Sie? Ich denke, ja. Also, wenn ich spazieren gehe, dann habe ich vielleicht als Ziel wieder mein eigenes Zuhause. Das ist wiederum ein Ziel. Aber komplett ziellos durch die Gegend zu irren, ist, glaube ich, spirituellen Sinne wenig einträglich. Da komme ich aber schon auf den Buddhismus. Sie benennen sich ja, sagen manchmal, Sie seien Buddhist mit christlichem Überbau. Also im Buddhismus würde man doch eben sagen, gerade nicht auf ein Ziel zu gehen, oder? Ja, oder sagen wir mal besser, das Ziel aus den Augen verlieren während des Gehens. Ich finde es wichtig, ein Ziel zu haben. Ich habe großen Respekt vor beiden Religionen und insofern... Ich würde mich eher als Christ sehen, aber durchaus durch den Buddhismus beeinflusst. Vielleicht kommen wir auf den Buddhismus nochmal zurück. Sie haben den Jakobus erwähnt und dass das Grab, also man, das ist ja eine Legende eigentlich, dass seine Gebeine dorthin gebracht wurden im ersten Jahrhundert. Ist ja interessant, dass das eigentlich fast vergessen war und erst im 9. Jahrhundert wieder entdeckt wurde, dieses Grab und auch dieser Pilgerweg entstand. Dass das so stark wurde und dass die Pilger nach Santiago strömten, hatte ja auch ein bisschen war eine Parallele zur Reconquista, die damals stattfand. Also sozusagen das Christentum übernimmt jetzt wieder die Vorherrschaft gegenüber Islam, Judentum. Wie sehr war Ihnen das bewusst? Das ist ja eigentlich auch fast ein Kriegspfad oder ein religionspolitisch auf jeden Fall sehr aufgeladener Pfad. Das ist mir auf dem Weg bewusst geworden. Mir war das vorher nicht so bewusst. Man darf auch nicht vergessen, dass dieser Weg auch dazu diente, bestimmten Städten in Spanien und Frankreich Geld zu bringen. So wurde dieser Pfad auch umgelegt, damit also bestimmte Städte Zölle erheben konnten. Es gab einen lebendigen, lebhaften Handel mit Reliquien. Also es gibt auch ganz schreckliche Geschichten. Bis heute natürlich. Bis heute nicht ganz so dramatisch mehr. Aber natürlich ist das auch mit Geschäft und Macht verbunden. Sonst hätte dieser Weg gar nicht weiter bestehen können. Deswegen darf man es jetzt auch nicht zu sehr idealisieren. Also die Entstehung dieses Weges hat auch ganz unangenehme Seiten. Aber eben gerade die, also dass eigentlich in dieser maurischen Zeit das Zusammenleben der Religionen eigentlich sehr friedlich war, fast vorbildlich. Und das war mir eigentlich jetzt beim Vorbereiten der Sendung erst aufgegangen, wie sehr das doch auch mit so einem Hegemonieanspruch des Christentums zu natürlich tun hat. Natürlich, ja, ja. Deswegen war es mir so wichtig, in meinem Buch deutlich zu machen, dass ich diesen Weg nicht in einer klassisch-dogmatischen katholischen Tradition pilgere, sondern... dass dieser Weg heute durchaus auch eine andere Funktion haben kann. Und er ist ja nun mal Weltkulturerbe. Und es gibt viele Menschen, die diesen Weg laufen, nicht unbedingt aus Glaubensgründen, sondern Menschen, die auch auf der Suche nach sich sind oder einen neuen Weg für sich im Leben finden wollen. Also fast so eine psychotherapeutische Funktion hat. Und dann auch ein Stück ein ausgetretener Weg, der jetzt so ein bisschen in alle diffusen spiritualisierten Richtungen ausfranst. Schauen Sie, der Weg bleibt am Ende sehr konkret. Und egal mit welcher Intention man nun auf diesen Weg geht, der Weg wird am Ende, würde das jeder Weg tun, aber ich glaube daran, dass dieser Weg das im Speziellen tut, wird einen prägen. Und ich glaube das schon. Und insofern... sind die ganz diffusen Dinge nicht möglich. Glaube ich. Das ist eine Glaubenssache. Ich kann es Ihnen nicht beweisen. Es gibt darüber keine Studien. Natürlich. Das ist mein Eindruck. Wie hat er Sie denn geprägt? Wie er mich geprägt hat? Ich glaube, dass ich mir eher Dinge verzeihen kann und meinen Mitmenschen auch eher Dinge verzeihen kann. Dass ich verständnisvoller geworden bin. Und das führe ich auf diese 630 Kilometer zurück, die ich da zu Fuß zurückgelegt habe. Nun ist es möglich, dass das auch Bestandteil meiner persönlichen Entwicklung ist. Aber wenn Sie mich nun zwingen würden zu sagen, woher rührt das, dann würde ich sagen, ich glaube, ganz wesentlich durch den Pilgerweg geprägt.
warum? Also wieso hat, also es ist eine gute Entwicklung, aber warum hat dieser Weg Sie dazu gebracht? Also auf diesem Weg, ich bin den Weg alleine gelaufen. Man läuft 630 Kilometer alleine. Und da geht es vor allem darum, dass ich mit mir zurechtkomme. Dass ich mich meinen Fehlern stelle, denen ich automatisch begegne, mit mir selbst es auszuhalten. Und das war schon manchmal eine echte Herausforderung. Und dann eben auch zu sagen, gut, das sind Teile, Anteile in mir, die ich jetzt nicht so gerne mehr anschaue. Das sind die Schattenanteile, die dunklen Anteile. Die werde ich integrieren müssen, weil ich kann sie nicht gänzlich ignorieren. Und insofern hat dieser Weg etwas Integratives, also bestimmte Bestandteile der Persönlichkeit wirklich zu integrieren und sich die bewusst zu machen. So war es zumindest bei mir. Und dementsprechend beobachtet man das bei seinen Mitmenschen und stellt auch da fest, dass man eher bereit ist, Dinge zu verzeihen. Also ich war dann eher bereit, Menschen Dinge zu verzeihen, die ich vorher unverzeihlich fand oder wo ich dachte, man müsse eine harte Haltung haben. Ich dachte, warum? Es ist nun mal so. Die Menschen sind so, jeder Mensch macht Fehler und die muss man eben auch verzeihen können. Wo müsste man, hätte man früher nach Ihrer Meinung hart sein müssen? Naja, wenn es um bestimmte Ungerechtigkeiten geht, wenn es um die, wenn es um politische Positionen geht, dass man sagt, nein, das ist jetzt meine Position, darauf beharre ich. Sondern dass man eben versucht, auf den anderen sanft einzuwirken und eben auch immer erkennen muss, dass man seine eigenen Fehler hat und nicht ohne Tadel ist und ohne Fehl. Also jetzt kommen wir auch auf das Buch. In dem Buch ist ja eine Person, diese Schnabel, die vorkommt, die Frau, die Sie eigentlich sehr aufregt und von der Sie plötzlich sagen, das ist mein Schatten. Das fand ich eigentlich eine sehr starke Passage. Also ich denke, das wäre so in der Richtung. Das ist genau das, ja. Also auch im anderen die eigenen Fehler gespiegelt zu sehen, die eigene Eitelkeit, eigene Unzulänglichkeiten, die eigene Ungeduld und sowas. Sie haben das Buch geschrieben nach dem Pfad, aber erst 5 Jahre später. Da fragt man sich ja auch, warum erst nach 5 Jahren oder warum haben Sie überhaupt ein Buch über diese so persönliche Erfahrung gemacht? Also das Tagebuch habe ich in der Tat während der Pilgerreise geführt, weil in meinem Reiseführer der Ratschlag stand, es könnte Ihnen langweilig werden und Sie könnten aber auch das Bedürfnis haben, Ihre Erlebnisse einfach aufzuschreiben, wenn Sie alleine wandern. Das habe ich getan und das fand ich in der Tat während des Weges sehr hilfreich. Ich hatte nicht vor, es zu veröffentlichen, hatte aber zwischendurch das Gefühl, dass es irgendwie veröffentlicht werden will, was ich da geschrieben hatte. Das, was ich da geschrieben hatte. Und habe es dann mehr oder weniger dem Zufall überlassen, ob es zu einer Veröffentlichung kommt. Ich habe dann 4 Jahre nach dem Weg in einer Talkshow, in einer ähnlichen Situation wie hier, zum ersten Mal sehr knapp darüber gesprochen, dass ich diesen Weg gelaufen bin. Daraufhin hat sich der Piper Verlag bei mir gemeldet und meinte, dass ich darüber ein kleines Büchlein schreiben könnte. Und dann habe ich denen eben meine Tagebuchseiten überlassen, habe gesagt, schaut's euch an, ob daraus ein Buch werden kann. Aber das Buch haben Sie selber geschrieben? Ja, natürlich. Zum Beispiel das mit der Erkenntnis des Tages, dass an jedem Tagesende kommt so eine Erkenntnis in dem Buch. War das von Anfang an schon unterwegs dabei? Oder? Ich habe, während ich den Weg gelaufen bin, hatte ich nicht jeden Tag eine Erkenntnis des Tages. Diese Erkenntnis des Tages kam mir erst, als ich meine Tagebuchversion korrigiert, verbessert habe, wo Landschaftsbeschreibungen hinzukommen mussten, Personenbeschreibungen. Und da stellte ich irgendwann fest, dass ich eigentlich an jedem Tag irgendeine Lektion gelernt hatte. Und so fing ich dann an, diese Einsichten des Tages zu formulieren. Zunächst mal nicht für jeden Tag, sondern für einzelne Tage, bis wir uns irgendwann dazu entschlossen haben und gesagt haben, eigentlich ist das für jeden Tag gut. Das ist also später erst hinzugekommen. Ja. Also das Buch hat ja unglaublichen Erfolg gehabt. 3 Millionen Leute haben es gelesen. Ich habe gemerkt, normalerweise bin ich eher so skeptisch, wenn alle ein Buch gut finden, dann denke ich, ja, fände ich das auch. Und habe gemerkt, das hat mich sehr reingenommen, auch überlegt, was es ist und ob es vielleicht diese ganz ehrlichen und ganz kleinen Beschreibungen auch über Sie selber sein könnten. Also diese, wie Sie zum Beispiel als Couch Potato beginnen zu laufen, wie das ist mit dem Anhalter, also am Anfang Bus nehmen und dann nicht mehr und so. Haben Sie eine These, was es ist, dass die Leute so ansprechen?
Also ich habe versucht, nicht zu schönen. Eben, also wenn man zum Beispiel Coelho als Gegenbild nimmt, das Ganze wird dann so mystisch und riesig. Es ist nicht geschönt. Ich habe es nicht geschönt und ich habe natürlich nicht alle Passagen, die ich in meinem Tagebuch geschrieben hatte, ins Buch hineingenommen, weil es zum Teil zu privat war. Und da hätte ich unter Umständen verzerren oder schönen müssen, das wollte ich nicht. Mhm. Also sind jetzt eigentlich nur die Passagen im Buch, die ich so gemeint habe und von denen ich mir einbilde, dass ich das ganz ehrlich niedergeschrieben habe. Es war ja nicht dazu bestimmt, veröffentlicht zu werden, sondern es war eine Kommunikation mit mir. Genau, und jetzt, nachdem das veröffentlicht wurde, ist ja auch noch interessant, was mit dieser Kommunikation, mit dieser Erfahrung mit Ihnen selber eigentlich passiert ist, seit das jetzt so an die Öffentlichkeit gekommen ist. Am Anfang fand ich das sehr ungewöhnlich, dass Menschen, es war mir nicht bewusst, wie sehr die dann natürlich an meinem inneren Erleben teilhaben würden. Ich bin ja auch nicht davon ausgegangen, dass es am Ende so viele Menschen sein würden. Das habe ich am Anfang sehr befremdlich gefunden. Ich habe mich mittlerweile daran gewöhnt, aber woran ich mich wahrscheinlich nie werde gewöhnen können, ist die Tatsache, dass es weit über 3 Millionen Mal, ich will gar nicht sagen verkauft wurde, dass es weit über 3 Millionen Mal gelesen wurde. Das ist etwas, was mich nach wie vor irritiert, fast schockiert hat. Oder ich kann das gar nicht. Also ich habe wirklich nicht mit diesem Erfolg gerechnet. Und wie ist es eigentlich mit diesen, Sie haben Lesungen, es werden Fragen gestellt, es werden ja auch immer ein bisschen dieselben Fragen gestellt. Wie gehen Sie mit dem um? Also Sie haben etwas einmal erlebt vor 7 Jahren. Es ist natürlich ein sehr prägendes Erlebnis. Und insofern hat es für mich nach wie vor auch eine besondere Bedeutung. Ich rede nicht ungern darüber, ich rede gerne darüber, auch über die Erlebnisse auf dem Jakobsweg. Aber ich habe bewusst nicht allzu viele Lesungen gemacht. Im deutschen Sprachraum werden es 15 Lesungen gewesen sein in 2 Jahren, weil es einfach kein normales Buch ist, mit dem ich hausieren gehen kann und sage, das ist jetzt ein Krimi, den ich geschrieben habe, sondern es ist meine Geschichte. Und insofern hatte ich auch nicht das Gefühl, ich sollte dafür allzu viel Promotion machen. Das ist nicht im eigentlichen Sinne ein Produkt. Wenn Sie sagen, Sie reden gerne darüber, gibt es eines der Erlebnisse, über das Sie eben gerne reden? Ach, ich rede gerne über diesen gesamten Weg, über die Erlebnisse, über die Menschen, die ich dort getroffen habe. Ich erinnere mich gerne daran zurück, wie einfach es auf diesem Weg war, sehr schnell in ein intensives Gespräch einzusteigen, was wir beide ja im Übrigen jetzt auch hier haben. Und weil es eine Vorgabe gibt, die heißt Sternstunden, und wir dürfen also, ohne dass wir beide vorher übers Wetter reden müssen und wie es uns sonst so geht, relativ schnell ans Eingemachte kommen. Und das ist mir eigentlich sehr lieb und sehr recht. Das ist ja spannend, weil, sagen wir jetzt, dieses Gespräch hat ja eben die Vorgaben, es ist so und so lang, es findet hier statt, es hat einen Anfang und ein Ende. Und beim Jakobspfad, das ist ja auch so ein Punkt, es gibt diese Etappen. Man weiß genau, ich laufe von da nach da an dem Tag. Und eben, Sie haben vorhin schon gesagt, und es gibt dieses Ziel. Wie wichtig war denn diese äußere Strukturierung jetzt auch für die Erfahrung des Wegs? Also während man läuft, verliert man diese äußere Struktur, weil die Tagesetappen zum Teil schier unerreichbar scheinen und das eigentliche Ziel in so weite Ferne rückt, dass man nicht das Gefühl hat, man würde einen strukturierten Weg laufen. Zumal sich erst bei mir sehr spät diese Struktur des Weges auch in mir wiedergefunden hat. In mir war es eher ungeordnet und chaotisch. Und wie haben Sie das in Ihnen wiedergefunden? Wenn Sie diesen Weg laufen, dann im besten Fall können Sie diese Ordnung des Weges für sich übernehmen. Als Person, immer im übertragenen Sinne, das Ziel für sich übernehmen, die Struktur des Weges übernehmen, Etappen laufen, Etappen gehen. Und das hat bei mir eine Zeit lang gedauert, bis ich diese Struktur des Weges auch für mich als Sicherheit empfinden konnte und ihr irgendwann vertrauen konnte und wusste, ich werde am Ende diesen Weg zu Ende laufen, nachdem ich mir den Weg so strukturiert hatte, dass er für mich laufbar wurde. Anders kann ich es nicht formulieren. War das verständlich? Nein. Doch, ja, ich erinnere mich jetzt gerade einfach, dass Sie auch mal 10 Tage in einem Kloster war. Und da ist es ja noch
klar, oder? Es gibt die Gebetszeiten, es klingelt man hört die Glocke, man geht, man lässt alles fallen, man geht. Insofern ist die Ordnung vielleicht das bessere Wort als die Struktur. Dort ist es noch strenger als auf dem Pfad, aber ja, offensichtlich hat er doch mit der Zeit etwas gemacht mit ihrer inneren Ordnung, der Pfad auch. Ja, natürlich. Weil das könnte ja auch ein Unterschied sein zu, sagen wir mal, Sie wären in den Amazonas gefahren und hätten sich irgendwie durch den Urwald einen Weg gesucht. Hier, es gab den Pilgerstempel, es gab die verschiedenen Dinge, die das Ganze geordnet haben. Ja, und das ist natürlich am Ende nie wirklich lebensgefährlich. Ja. Das darf man nicht vergessen. Es geht darum, dass man läuft. Und diese körperliche Anstrengung ist schon nicht ohne, aber es ist ja nie wirklich lebensgefährlich. Und insofern hat man Zeit, sich auch über die Schmerzen, die man ja jeden Tag spürt, Erfahrungen über das normale Maß hinaus zu sammeln. Ein Stichwort, das mir jetzt beim Lesen auch immer wieder aufgefallen war die Leere. Ich weiß nicht, wie das jetzt im Zusammenhang steht eben mit dieser Strukturierung, mit der inneren Ordnung oder Unordnung. Es kommt häufig vor, es gibt auch sogar mal eine Erkenntnis des Tages. Mit der Leere? Mit der Leere. Ja, ja also das, was ich damit gemeint habe, ist... Die Erkenntnis des Tages, es ist die Leere, die vollends glücklich macht sogar. Mhm. Ja, das glaube ich auch, dass das so ist. Also auf dem Weg wird man zwangsläufig sich irgendwann leer laufen. Alle Emotionen loswerden, negative, selbst positive Emotionen. Es geht darum zu laufen. Das ist das Ziel. Man will in Santiago ankommen und irgendwann hat man sich emotional leer gelaufen und erreicht so eine Art Zustand des Nicht-Wollens oder nicht mehr... Man will nichts mehr erreichen. Also dennoch läuft man auf das Ziel zu. Und diese Leere, also dieses keine Erwartungen haben, keine Wünsche, das Gefühl, dass es an nichts mangelt, dass alles bereits da ist, das ist ein Gefühl, was man schwer beschreiben kann. Aber das ist in der Tat ein Gefühl großen Glücks. Mhm. Also irgendwie Flow, oder? Also Glück ist falsch. Großer Freude. Großer Freude. Was ist der Unterschied? Ne, Glück ist etwas Momentanes, wobei Freude etwas ist, was man tief empfindet und was durchaus auch ein Leben anhalten kann. Ist es das, was man auch in Grenzerfahrungen manchmal findet? So etwas? Also hat es eben mit der Anstrengung auch zu tun, dass man gar nicht mehr die Kraft hat, was anderes zu denken? Ja. Ja, der Körper ist dann so überfordert im positiven Sinne, dass er gar nicht mehr sich mit alltäglichen kleinen Problemchen herumwälzen kann. Wo ich das gelesen habe, ist mir Meister Eckhart in den Sinn gekommen. Also in seinen deutschen Predigten heißt es zum Beispiel, eben da heißt es immer wieder, dass man muss leer werden, muss ein Steht leeres... Das finde ich auch interessant. Ja. Ich habe es, muss ich zu meiner Schande gestehen, nie gelesen. Ich kann Ihnen die Kopie noch irgendwie... Da heißt es, ein Gefäß kann zweierlei Trank nicht fassen und eben, da muss man das zuerst alles ausgießen. Alles, was aufnehmen und empfänglich sein will, das soll und muss leer sein. Das finde ich... Also eine mystische, es geht dann eigentlich Richtung Mystik, was Sie da beschreiben. Nur, dass Meister Eckhart das deutlich besser formuliert hat als ich. Aber darum geht es, ja. Darum geht es. Es geht auch um Mystik dabei, ganz klar. Das ist auch etwas... durchaus Mystisches. Ich würde das auch als mystische Erfahrung bezeichnen wollen. Bei Ihnen? Ja. Also eben, da kommt man ja dann, das war auch im Buch, kommt nachher die Gottesbegegnung nach dieser Leere. Also denken Sie, Gottesbegegnung muss aus, oder kann erst auf so eine Leere folgen oder ist in dieser Leere? Also ich würde so etwas nie absolut behaupten oder sagen wollen. Ich kann immer nur von meiner persönlichen Erfahrung sprechen. Und inwieweit die wohlmöglich übertragbar ist auf alle oder andere Menschen, das wage ich nicht zu beurteilen. Aber für mich gilt das. Und ich würde diese Begegnung, also diese Leere wieder auffüllen lassen mit etwas anderem als Gottes Begegnung beschreiben wollen. Ja. Sie sagen jetzt, Sie können nur von Ihrer eigenen Erfahrung reden, aber häufig sagen Sie ja, Sie können nicht davon reden. Das hat so etwas. Weil es wirklich. Das Problem ist, in dem Moment, wo ich versuche, es Ihnen zu beschreiben, reichen meine Worte nicht mehr aus.
es klingt hohl, es klingt leer, es klingt banal. Das ist es aber nicht, das ist es auch. Aber ich kann nur den banalen Teil, den profanen Teil beschreiben. Das, was ich eben beschreibe, dass man sich leerläuft, dass man aufgefüllt wird, das klingt ja alles sehr banal. Diesen Teil kann ich beschreiben, aber das, was für mein Empfinden, für mein Verständnis darüber hinausgeht, was eben nicht profan ist, sondern vielleicht eine Art Heiligkeit hat, das entzieht sich meiner Möglichkeit, es zu beschreiben. Ich kann es nicht beschreiben. Das ist doch verrückt, weil Sie ja eben ein Mann des Wortes im Grunde sind, einer, der ganz leicht mit Worten, mit Dialogen umgehen Sie, das kann. Ist in genau etwa so, es ist in etwa so. Also ich kann es auch nur wieder tatsächlich beschreiben, wie das Gefühl ist, wenn man läuft. Das ist so, also nehmen wir das Studio als Beispiel. Als würde erst diese Wand weggenommen werden, dann würde diese Wand weggenommen werden, dann würde uns der Tisch weggenommen werden, dann die Gläser und dann würden wir beide uns nur noch gegenüber sitzen. So in etwa fühlt sich das an, aber auch das ist wiederum, es trifft es am Ende auch nicht. Und warum haben Sie es im Buch überhaupt dann geschrieben? Weil es, seither wird ja gerätselt und Sie werden eben auch ständig danach gefragt. Ich habe es ja nicht wirklich beschreiben können. Ich bin Gott begegnet. Ja, das habe ich auch für mich so erlebt. Aber wie will man etwas beschreiben, was nicht beschreibbar ist? Es ist einfach nicht beschreibbar. Und der Punkt ist ja, warum haben Sie dann trotzdem sozusagen das so mal hingesetzt und uns auch neugierig gemacht? Also es ist ja mein Tagebuch. Und insofern ist es Bestandteil meines Tagebuches. Und ich wollte damit weder neugierig machen, nur ich hätte es auch als Fehler gesehen, wenn ich das einem potenziellen Leser vorenthalten hätte. Deswegen war ich ja gelaufen. Das war ja der Grund, warum ich diesen Weg gelaufen bin. Und das aus dem Buch herauszunehmen, das hätte ich als wirklich als großen Fehler empfunden. Also habe ich versucht, es, soweit es in meinen Möglichkeiten steht, es zu beschreiben. Und das ist nun mal mangelhaft. Ich finde es eigentlich hoch interessant, also ich gebe Ihnen vollkommen recht, dass man das eigentlich nicht beschreiben kann. Aber dass es vielleicht auch ein Stück ein modernes Problem ist. Also dass wir individuell unsere Erfahrungen, eben auch Gottes Erfahrungen, mit eigenen Worten beschreiben müssen. Während ich denke, früher hatte man doch viel mehr, also man konnte einen Psalm, man konnte sich in eine Liturgie geben, man konnte die alten, traditionellen Worte... Das kann Worte man ja immer noch. Und wenn Sie einen Psalm lesen, das ist beispielsweise ein wunderschönes Beispiel. Ich glaube, dass jeder Mensch dann die Möglichkeit hat, in diese Dimension einzutauchen. Am Ende geht es um Liebe. Es geht um, glaube ich, es geht am Ende nur um Liebe. Das ist das Eigentliche, wenn es denn ein Geheimnis gibt, was es zu begreifen gibt, dann geht es um Liebe. Also kann man es doch beschreiben? Ja, wenn Sie so wollen, ja. Aber dennoch müsste ich Ihnen jetzt den Vorgang beschreiben, dann wäre es problematisch. Aber es geht natürlich um Liebe, ja. Mhm. Na, das hat jetzt aber gedauert, bis ich damit rausgekommen bin, oder? Das hätten Sie auch schneller haben können. Entschuldigung, ich stand auf der Leitung. Trotzdem weiß ich aber doch nicht so viel mehr. Es ist doch schon auch die Frage nach, ob unsere Zeit auch einen Hunger hat, wieder nach Formen, wieder nach Worten, die eben auch vermittelbar sind. Durchaus. Also wo ich jetzt Sie sozusagen als Beispiel nehme, wie es vielleicht vielen von uns eben geht, gerade mit religiösen Sachen, Fragen, Worten. Also das, was ich in dem Buch ja behaupte, ist, dass es möglich ist, so eine Art persönliche Beziehung zu Gott zu haben. Das ist das, was ich in den Raum stelle. Und ich glaube, dass es das gibt. Ich glaube, dass das geht. Und das steht natürlich in gewissermaßen auch im Widerspruch zu dem, was die offizielle Kirche lehrt. Wieso? Naja, es geht um die, da steht immer das Dogma, steht am also, Ende. Sie sind katholisch? Ich war katholisch, aber ich bin nach wie vor katholisch. Ich glaube nicht, auch wenn man da austritt, bleibt man es ja am Ende. Das steht dann immer dazwischen und es geht auch um die Vermittlung. Es gibt immer einen Vermittler, der zwischen den Gläubigen und dem Allerhöchsten steht. Und da muss man sehr weit laufen, offenbar. Nicht zwingend, das schreibe ich ja in dem Buch. Ich beschreibe meine Erfahrung. Ja.
Und ich denke, am Ende macht jedes Individuum seine eigenen Erfahrungen. Und ich würde nie konstatieren, dass es so sein muss und nur so sein kann. Das ist meine Erfahrung, nicht mehr und nicht weniger. Jetzt ist natürlich spannend, der Pfad ist ja jetzt 7 Jahre her, dass Sie den gegangen sind. Sie sind in Santiago angekommen. Das ist ja auch spannend am Buch, dass Sie Angst haben vor dem Ankommen. Und dann wird beschrieben, wie das dann war, dass es doch eigentlich sehr festlich war, aber das Buch hört auf, als Sie zum Bahnhof in Vigo gehen. Ja, was ist mit dieser Erkenntnis dann passiert? Mit der Angst, meinen Sie? Nein, also, ja, das war jetzt vielleicht mehrere Fragen gleichzeitig. Sie haben jetzt gesagt, Sie haben diese persönliche Gottesbeziehung eigentlich erfahren. Und interessant wäre ja, was Sie von dem mitgenommen haben, nach dem Pfad. Zunächst erstmal nicht allzu viel. Man nimmt dann eine Richtungsänderung, also so ist es mir gegangen, eine Richtungsänderung vor. Und wenn Sie, ich mache als Beispiel mal, also ich war zunächst so ausgerichtet. Und nun richtet man sich plötzlich so aus. Das bedeutet für die Kulispitze nur eine leichte Drehung, kaum spürbar. Aber in der Konsequenz bedeutet das, in eine komplett andere Richtung zu gehen. Eben nicht da lang zu laufen, sondern da lang zu laufen. Also ist es gleichzeitig eine sehr kleine Veränderung, aber am Ende grundsätzlich eine fundamentale Veränderung. Und am Anfang fühlte sich das für mich nicht fundamental. Ich dachte, ach, das war's. Und jetzt merke ich aber 7 Jahre danach, dass ich wirklich in eine komplett andere Richtung gegangen bin. Können Sie das beschreiben? Also ich kann mir das von den Winkeln her jetzt mit dem Kuli, kann ich es mir gut vorstellen. Mhm. Aber was das heißt? Also konkret, profan in meinem Leben bedeutet das, dass ich erstmal dieses Buch veröffentlicht habe, den eigentlichen Weg, den ich bis dahin beschritten hatte, fast nicht aufgegeben habe, aber doch nahezu verlassen habe, um eine komplett andere Richtung zu gehen. Aber Sie haben weiterhin eine Show, Sie haben neue Figuren nachher entwickelt. Ja, die aber auch ganz anders waren als das, was ich vorher gemacht habe. Die sich auch anders anfühlten. Aber das konkret zu formulieren, ist schwer. Ich würde sagen, dass ich jemand bin, der besser mit seinen eigenen Fehlern und besser mit den Fehlern anderer umgehen kann. Ich glaube, dass ich jederzeit bereit wäre, komplett neu zu starten, etwas Neues von heute auf morgen anzufangen, dass ich davor keine Angst hätte. Auch das führe ich auf den Weg zurück. Das sind am Ende sind es banale Erkenntnisse, aber es sind doch die Erkenntnisse, die unser Leben, also die mein Leben, ausmachen. Das haben Sie auch schon gesagt, dass die Erkenntnis, in jeder Sekunde neu anzufangen, das finde ich eigentlich nicht banal. Das ist ja ziemlich gewaltig. Also ja, würden Sie sich das ja zutrauen? Ja. Das glaube ich. Also es wird ja früher oder später wird es jeder Mensch erleben. Und dann werde ich natürlich. Nee. Na gut, also keinem Menschen sind Tragödien im Leben erspart, sei es durch den Tod eines lieben Menschen, was so die schlimmste Tragödie sein kann, wo man dazu aufgerufen ist, komplett neu sein Leben auszurichten. Und ich glaube, dafür sollte man einfach immer bereit sein. Und wenn das jetzt eigentlich so, sind ja sehr positive Dinge, die Sie da mitgenommen haben, auch Veränderungen an sich, warum eben dann doch diese Angst anzukommen? Das war auf dem Weg so, weil ich die Erwartung hatte, es wird mein Leben radikal von jetzt auf gleich verändern. Es wird dafür sorgen, dass ich nie wieder Stress empfinde. Also so eine Art Superman-Gefühl. Das war so ein bisschen. Hatten Sie kurz vor Santiago? Nein, aber das ist so die, das war dann doch schon die Erwartungshaltung am Ende, wenn ich ehrlich bin. Und das tritt natürlich so nicht ein. Es dauert dann sehr lange, bis das Leben, bis man merkt, aha, man ist doch tatsächlich in eine gänzlich andere Richtung gelaufen, als man das zuvor, als man ist den Weg nicht weitergegangen, den man vorher eingeschlagen hatte. Und wie war denn das Zurückkommen in die Zivilisation? Also ich könnte mir das auch noch gar nicht so einfach vorstellen, wenn man wieder nach Hause kommt.
Ich hatte einen anderen Bezug zu Entfernung. Ich bin 11, 12 Kilometer mal ebenso gelaufen und fand das auch nicht viel. Ich habe meine Wäsche 14 Tage danach noch jeden Tag mit der Hand gewaschen. Nur 14 Tage? Danach nicht mehr, nein. Danach dachte ich auch, jetzt ist es albern. Du hast eine Waschmaschine. Aber solche Rituale habe ich durchaus beibehalten. Und ich merke, wenn ich heute spazieren gehe, dass ich sehr schnell wieder diese Attitüde des Weges habe. Also das stellt sich automatisch wieder ein. Haben Sie manchmal Sehnsucht, den Weg wieder zu gehen? Sie haben es ja, glaube ich, einmal versucht, was aber nicht funktioniert hat. Ich bin vor 2 Jahren, wollte ich von Porto nach Santiago de Compostela, also vom Norden Portugals rauf nach Santiago, 150 Kilometer waren es, glaube ich, oder 200 Kilometer laufen. Und da waren aber Waldbrände, sodass ich gezwungen war, den Weg zu unterbrechen. Also bin ich ihn nicht ein zweites Mal gelaufen. Aber können Sie es vorstellen? Es gibt ja auch so Pilger. Kaum sind Sie angekommen, planen Sie das nächste Stück oder das nächste Mal nach Santiago. Es gibt viele Menschen, die danach süchtig werden. Also eine Sucht fast, oder? Ja, weil es halt so ein Gefühl der Glückseligkeit vermittelt, das Pilgern im besten Sinne. Und insofern kann ich verstehen, dass man danach süchtig wird. Vielleicht mache ich es irgendwann nochmal, vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Also Ihr Buch wird ja demnächst verfilmt. Und da ist die Frage, werden Sie dann sich selber spielen, der auf diesem Pfad geht? Nein. Nein, nein. Also das muss dann ein Schauspieler professionell darstellen. Aber kann man das überhaupt machen? Ich weiß es nicht. Das ist ein Experiment, ein sehr spannendes. Und mal sehen, ob das funktioniert. Nur ich kann mich nicht selber spielen. Das wäre... Also wäre hart an der Grenze der Lächerlichkeit. Statt Schlemmer jetzt die neue Figur der Pilger. Also eine neue Figur, müsste das sein. Oh Gottes Willen. Das ist ja eine grauenvolle Vorstellung. Man kann ja doch, also wenn man es doch zum Schluss jetzt noch mal so ein bisschen übertragen ansieht, unsere Zeit ist ja in gewissermaßen aus den Fugen, also auch wenn man die ganzen Finanzkrisen und diese Ängste, die im Moment da sind, anschaut. Wir haben sehr jetzt gesehen, auch wie dieser Weg ordnend wirkt. Was für Jakobspfade bräuchten wir? Also ich würde nicht sagen wollen, dass der Jakobsweg ein Allheilmittel ist. Das würde ich nicht behaupten wollen. Ich will ihn auch nicht zu sehr idealisieren. Aber ich denke schon, dass es unserer modernen Gesellschaft an Form und auch an Inhalt fehlt. Die Ausrichtung. Es gibt keine Ausrichtung. Wohin gehen wir? Und ich denke, es kann nur eine Ausrichtung geben, die sich am Menschen orientiert. Ich will gar nicht sagen an Gott, aber die sich am Menschen und seinen wahren Bedürfnissen orientiert. Und das halte ich für eine ganz, ganz entsetzliche Entwicklung, dass Menschen am Ende gegen ihre eigenen Bedürfnisse handeln. Das ist so wenig verständlich. Es ist ja nachvollziehbar, dass wenn, es ist so banal, aber wenn ich meinem Nächsten schade, dann füge ich mir einen viel größeren Schaden zu. Es gibt eine Dame, die hat das mal in einem Beispiel gezeigt, wenn sie hier jetzt ein Stück Papier drüber tun und man würde das als unabhängige Wesen oder Menschen sehen und nun versucht der Mittelfinger, diesen Finger zu bekämpfen und es gelingt ihm und dann ist der weg. Also am Ende schade ich dem Ganzen, wenn ich nur einem einzigen Menschen Schaden zufüge. Also ich finde das so offensichtlich und das finde ich erstaunlich, dass der Mensch dagegen seine eigenen Bedürfnisse handelt. Und glaubt, dass das wohl am Ende gut sei. Und welche Formen würden dann dagegen helfen? Also Sie haben ja gesagt, es fehlt auch an Formen. Ich glaube, dass viele Menschen ihre eigenen Bedürfnisse nicht kennen. Dass ein Bedürfnis nach Macht, ein Bedürfnis nach messbarem Erfolg, dass all das, wonach unsere Gesellschaft ja ausgerichtet ist, ich meine, es ist ganz simpel, sich zu fragen, bin ich glücklicher dadurch, dass ich jetzt 3 Millionen Bücher verkauft habe? Wäre es nicht, wenn es 10.000 gewesen wären, wäre ich, darum geht es nicht. Und am Ende wird man sich immer sagen müssen, nein, es macht nicht glücklicher, es geht um andere Dinge. Aber es ist, wie gesagt, auch das ist wiederum banal. Aber wenn der Mensch sich auf seine wirklichen Bedürfnisse wieder konzentriert, könnte das sicher nicht schaden. Herr Kerkeling, vielen Dank für dieses nachdenkliche Gespräch. Danke Ihnen.
Habeck Herkeling im Gespräch mit Brigitta Rothach. Selbstverständlich ist auch die...